Servus zu Barbecue aus Franken. Ich habe ja jetzt schon einige Videos gemacht mit dem Broilking Smoker und der kommt ja jetzt im Frühjahr in die Läden. Jetzt sind die Fragen natürlich groß zu dem Gerät. Viele haben mir die Frage gestellt, sei es jetzt in den Kommentaren unter den Videos oder bei Facebook oder per E-Mail. Sag mal Sven, wie smoket denn das Teil eigentlich? Sieht man so einen richtig schönen Smoke Ring, weil ja doch relativ wenig Rauch zu sehen ist am Gerät. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Wir haben ein Brisket aufgelegt, oder ich habe ein Brisket aufgelegt. Ist jetzt sicher kein neues Rezept, was ich hier bringe, aber ich denke mal so, das Ergebnis ist ja wichtig in dem Fall. Also, Brisket. Ich habe da einiges schon gemacht und das Brisket ist auch schon fertig, hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ihr schaut euch jetzt am besten mal an, was, wie, wo und warum. Und vor allen Dingen, gibt es einen Rauchring oder gibt es keinen? Ja, und als Vorbereitung für unser richtig schönes Brisket werden wir einen Rub mischen. Dazu haben wir folgende Zutaten. Ich habe hier ganz frisch gemörserten Pfeffer. Dann habe ich hier Meersalz. Ich habe braunen Zucker. Das ist Senfmehl. Knoblauchpulver. Zwiebelpulver. Und Chilipulver. Die ganzen Zutaten gebe ich jetzt in die Schüssel, wird es einfach vermischt und schon haben wir unseren Rub fertig. Hier steht noch eine Rinderbrühe, die habe ich noch übrig. Die werden wir ins Brisket, also sprich in die Rinderbrust, spritzen. Füllen wir mal alles um. Ja, was ist der Knoblauch, Zucker, Senfmehl. Das Zwiebelgranulat und das Salz. Und alles gut durchmischen. Und gleich haben wir unseren selbstgemachten Rub fürs Brisket. So, fertig. Ja, und da haben wir auch den Hauptdarsteller. Das sind knapp 2 Kilo Rinderbrust. Ich habe das Fett schon ein bisschen weggemacht, weil, oder grob weggemacht, weil anders wie beim Schwein, wo euch das Fett ja quasi wegschmilzt über die lange Dauer hinweg, ist das beim Rind nicht so. Und da kann man es natürlich nicht brauchen. Also habe ich einen Großteil vom Fett schon mal wegpariert. Und jetzt geht es an Spritzen. Also rein damit. Übrigens, wenn ihr eine Injektion macht, macht die immer vor dem Rubben, aus dem folgenden Grund. Ihr seht es ja jetzt schon, es läuft da immer ein bisschen was raus. Und wenn ihr quasi vorher rubbt, na, willst du jetzt da reingehen, das wehrt sich. Wenn ihr vorher rubbt, wascht ihr im Prinzip den ganzen Rub wieder ab. Woher schon drum. So, ich glaube, da ist jetzt genug drin. So, wir haben natürlich jetzt einen ganzen Haufen Flüssigkeit da drinnen liegen. Das werde ich jetzt ein bisschen raustupfen und dann wird schon gleich der Rub aufs Fleisch kommen. Feucht darf noch bleiben, bloß halt nicht batschnass. Da empfiehlt sich natürlich wirklich so eine Konsistform. Ja, da läuft euch nichts davon, ihr versaut euch nicht die Küche. Gutes. Und schon sind wir beim nächsten Arbeitsgang. Jetzt kommt das Gewürz drauf, sprich unser Rub. Schön großzügig, wir haben genug gemacht. Jawohl, oh, das Düftler ist herrlich. Drehen wir das gute Stück rum. Und machen hier weiter. Mit dem, was runterfällt, können wir auch die Kanten schön machen. Ich mache jetzt eine Folie drüber. Ihr könnt es auch einwickeln in Folie. Ich mache jetzt einfach eine Folie da oben drüber und dann geht es über Nacht in den Kühlschrank. So, passiert ist es. Ab ins Kühle damit über Nacht und morgen geht es dann auf den Smoker. So, es ist 6 Uhr in der Früh. Ich muss etwas leise sein. Es ist Sonntag. Wir füllen dennoch die Pellets ein. Hätte ich natürlich gestern und auch schon machen können, aber ja, gut. Verschlafen. Das sind Hickory Pellets. Tatsächlich die kompletten 9 Kilo, also ein kompletter Sack, passt rein in die Pelletkammer. Jawohl, ja. Dann
schalten wir den Broil King ein und wählen unsere Smoke-Funktion. So, ich glaube, man sieht es an der Zeit. Es sind 3 Minuten, die jetzt vergangen sind. Und schon geht es hier richtig los. Jetzt warten wir noch ein bisschen, lassen den Deckel noch ein bisschen offen, bis der Rauch dünner wird. Und dann machen wir ihn zu und lassen den Broil King auf Temperatur kommen, also quasi auf seine 105 Grad. Hat jetzt eine gute Minute gedauert, jetzt können wir den Deckel zumachen. So, jetzt hat etwa eine knappe halbe Stunde gedauert, bis er seine Zieltemperatur von 105 Grad erreicht hat. Jetzt legen wir das Fleisch auf. Also ganz, ganz leichter Rauch. Man sieht ihn eigentlich gar nicht. Ich bin gespannt, wie später mal der Rauchring sein wird. So, dann legen wir unser Fleisch einfach mal in die Mitte rein. Dann können wir an der Seite eine Sonde durchführen. Dann stecken wir noch einen Fühler rein an die dickste Stelle. Wir wollen 92 Grad Kerntemperatur haben. Für mich war es das jetzt. Ich mache jetzt den Deckel zu und schaue für euch auf die Uhr, wie lange das wir brauchen. Vielleicht gucken wir zwischendrin mal rein. Und ich lege mich jetzt wieder schlafen. Es ist schön, so geht es. Also Deckel zu. So, ich halte mal freihändig drauf. 25 Stunden sind jetzt rum. Wenn ich jetzt überlege, wir haben knapp eine Stunde, also eine Dreiviertelstunde für die Vorbereitung gebraucht, bis das Fleisch aufgelegen worden ist. Also 24 Stunden, gute 24 Stunden hat das Fleisch gebraucht. Der Broil King hat tapfer die komplette Zeit wirklich die Temperatur gut gehalten. Und vom Verbrauch, vom Pelletverbrauch, schauen wir jetzt mal. Da habe ich also noch jede Menge drin. Grund ist allerdings, ich habe etwa noch ein gutes Kilo, 1,5 Kilo nachgefüllt, dass es über die Nacht reicht. Das haben wir jetzt aber überhaupt nicht gebraucht. Also ich sage mal so, der knappe Sack für diese 24 Stunden, 25 Stunden hat also wirklich gereicht. Hervorragend, klasse. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, wie schaut unser Fleisch aus? So schaut jetzt unser Fleisch aus. Hervorragend. Bisschen kleiner geworden, aber nichtsdestotrotz. Jetzt nehmen wir es mal runter und dann schneiden wir es mal an. Ja, und ich würde sagen, jetzt schneiden wir einfach mal da durch, wie das ausschaut. Ah, jawohl, ja. Also die Frage nach dem Rauchring, die können wir mal eindeutig mit jawohl, das geht gut beantworten. Und saftig ist die ganze Geschichte auch. Oh, das läuft. Sieht man das? Ja, ich glaube schon. Hervorragend. Da muss ich mir natürlich jetzt gleich mal ein Stückchen abschneiden noch. Ist das weich. Also, das zerfällt herrlich. Schaut euch das an. Sensationell, unschmacklich. Traum. Ein richtiger Traum. Früh um 7 Uhr oder um 7:30 Uhr. Brüsket zum Frühstück. Frisch vom Grill. Sensationell. Also, Rauchring haben wir, obwohl da gar nicht so viel Rauch im Spiel war, zumindest für die Optik nicht. Muss also nicht unbedingt der ganze Garten eingequalmt sein, nur damit das Stück Fleisch einen richtig schönen Rauchring bekommt. Funktioniert. Ja, was muss man nochmal dazu sagen? Die 24 Stunden, klar, ist natürlich eine Hausnummer, aber die hat der Riegel natürlich richtig gut gemeistert, muss ich sagen. Schön konstant durchgelaufen, ich konnte richtig beruhigt die Nacht verbringen. Hat ja alles das Gerät gemacht. Genau was für mich. Mich freuen und muss ich ehrlich sagen. Das nächste Mal fange ich allerdings abends an. Ich hatte jetzt in dem Fall keinen Zeitdruck, also keinen Termindruck. Es musste nicht zu x Zeit fertig sein. Wenn es fertig war, war es fertig. Deswegen war es wurscht. Aber ja, es ist doch, glaube ich, angenehmer, am Abend zu beginnen und am nächsten Abend zu essen. Ja, nichtsdestotrotz, tolle Geschichte. Auch der Pelletverbrauch war wirklich vernünftig, hat sich im Rahmen gehalten. Also ich denke, die 9 Kilo hätten bei Weiben leicht gereicht. Ich habe halt ein bisschen was nachgefüllt, um auf Nummer sicher zu gehen. Habe ich gemacht, war noch was da, passt also. So rundum würde ich sagen, der Pelletsmoker von Broil King hat es gut gemacht. Das Ergebnis gefällt mir richtig gut und da wird es natürlich jetzt demnächst auch Rips und was weiß ich was noch davon geben. Schöne Geschichte und ich hoffe auch ein schönes Video. Wenn dem so wäre und ihr mögt, gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Wenn es mir möglich ist, beantworte ich die auch. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Klickt da bitte drauf, dann seid ihr dabei, wenn ihr mögt. Mich sieht man oder wir sehen uns wieder nächste Woche am Mittwoch zum neuen Rezept. Im Hintergrund hört ihr vielleicht gerade den
dem Smoker, könnte sein, dass das ist, was ihr nächste Woche sehen werdet. Also bis nächste Woche. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi.